Guten Tag, ich melde mich wegen Ihrer eBay-Kleinanzeige der Babywiege. Die möchte ich gern kaufen. Wie bitte? Ja. Kleinen Moment. Ja, ich würde die gern käuflich erwerben. Kleinen Moment. Ich muss mich da vorne kurz frisch machen. Ja. Wie bitte? Ich bin aus Freising. Durfte ich Ihnen erstmal kurz den Kaufgrund schildern? Okay. Guten Abend, gute Nacht. Dünn in die Wiege gekackt. Mit Näglein besteckt, gefistet unter der Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Sind Sie noch dran? Hallo? Ja, sind Sie noch dran? Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Guten Abend, gute Nacht, von Vergewaltigern bewacht. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. Ja, ich melde mich wegen Ihrer eBay-Kleinanzeige der Tischtennisplatte. Martin, die würde ich gern käuflich erwerben. Aus Ihrer Nähe. Also, ja. Ja, das höre ich nicht selten. Ja, das wäre zwingend erforderlich, weil zum Tischtennisspielen möchte ich nicht unbedingt einen Tischtennisball verwenden. Das wäre zwingend erforderlich, dass ich die Tischtennisplatte mal austeste, weil ich und mein Großvater, wir wollen keinen Tischtennisball benutzen, sondern das linke Hodenei meines Großvaters. Und dürften wir das mal austesten, ob das dieselbe Funktion. Ja, ist okay. Dann muss ich mal kurz fragen. Kleinen Moment. Günther! Günther, du alter Mieselbrem, hole mal das Melkfett her! Ja, also Günther ist in Ordnung. Also, er ist damit einverstanden, wollte ich sagen. Ja. Und Sie hätten auch kein Problem damit, dass wir da sein Hodenei quasi als die Verwendung von dem Hodenei testen. Ja, das ist eine normale Platte, aber wie gesagt, wir wollen keinen Tischtennisball verwenden, sondern sein Ei aus seinem Hoden. Und da wollen wir gucken, ob das die gleiche Funktion hat wie so ein Tischtennisball. Na, das wollen wir ja austesten. Wir haben das Ei ja schon herausoperiert. Ja. Ja. Na, ich würde gern mit meinem Großvater ein, zwei Testrunden auf der Tischtennisplatte spielen. Okay. Okay. Er kann noch drin sitzen, ja. Also die Schmerzen, die haben jetzt stetig abgenommen. Ja, also natürlich unfreiwillig, aber er ist jetzt geistig nicht mehr in dem Zustand, dass er dagegen sprechen würde.
Ich will bloß wissen, wie er darauf reagiert, wenn er statt ein Tischtennisball sein eigenes Ei hat zum Spielen. Achso, okay. Ja. Schläger haben wir normale da Haushalt. Bloß eben der Tischtennisball wird eben in anderer Form erscheinen. Ja, okay. Das können Sie ja mal machen, ob die Ihnen taugt oder. Ja. Gut. Dann würde ich dann morgen vorbeikommen. Ja. Okay, können wir machen. Ja, wann würden Sie denn kommen? So gegen späten Vormittag? Das klingt durchaus passabel. Okay, ja, dann können Sie das mal ausprobieren. Wäre ich einverstanden damit, wenn Sie es auch sind. Ja. Okay. Und Sie hätten dann eventuell eine Transportmöglichkeit, oder? Wir haben eine. Okay. Ja. Okay, dann ist gut. Ja, da bedanke ich mich. Bitte, okay. Auf Wiederhören. Also bis morgen dann. Ja, bis morgen. Schönen guten Tag, ich melde mich wegen Ihrer eBay Kleinanzeige. Ja, grüß Gott. Ja, der Kartuschenspritze mit zwei Komponentenkleber. Ja. Ja. Ich habe damit Folgendes vor. Oder ich hätte damit Folgendes vor, wenn jetzt der Tauschhandel einwandfrei vonstatten gehen würde. Darf ich Ihnen das kurz mal erklären? Bitte? Darf ich das mal kurz erklären? Ja, erklären Sie mal. Martin! Ja, und zwar habe ich vor, meine Großmutter künstlich zu befruchten mit dem Sperma meines Nasenaffens. Und das Sperma möchte ich gerne mit der Kartuschenspritze in sie hineinspritzen. Kein Moment. Günther, du alter Nieselbriem, hol mal das Melkfett her. Ja, Entschuldigung, hier ist gerade ein bisschen was los. Wären Sie damit einverstanden? Also können Sie das mit sich vereinbaren? Ich habe damit nichts zu tun. Wenn Sie Spritze kaufen können, dann können Sie Spritze kaufen. Sie können damit machen, was Sie wollen. Also geht es Ihnen nur ums Geld? Das ist eigentlich die richtige Einstellung. Ja. Wenn das nicht funktioniert. Blumen gießen, das ist aber. Also das ist ja, jetzt wird's aber verrückt. Ja, ich glaube, das war's mal. Wenn Sie Spritze haben wollen, ja. Einen Moment. Da wäre ich eigentlich einverstanden. Können Sie. Ja. Könnte ich da eine einzige Anforderung stellen? Oder eine einzige Bedingung? Ja, Bedingungen gibt es gar keine zu stellen. Naja, das wäre aber notwendig. Ja, aber. Theoretisch müsste ich das bei Ihnen austesten, weil das meinerseits ein gewagtes Experiment wäre. Und wenn das schief geht, dann würde ich die Spritze gern bei Ihnen gleich zurückgeben. Ja, jetzt kommen wir schon mal, gell? Alles klar, sehr gut. Bitte?